Ich würde sagen, die hat einfach den Auftritt geklaut. Ich. Stimmt überhaupt? Ule. Oh, ihr Pferdenerds. Und herzlich willkommen zum 21. Türchen. Ist schon soweit? Ja, wir haben Geschenke gekriegt. Geschenke. Geschenke. Selbstgekaufte Geschenke. Das zählt. Ja, da steht noch der riesen Sattelschlepper da hinten. Hey, jetzt, wir haben das extra so getimed, passend jetzt losfährt. Genau. Ja, da war das hier nämlich drauf. Sehr, sehr lieber Typ übrigens, der uns das hier hergeliefert hat, der das in aller Ruhe gemacht hat. Kein Stress, es war großartig. Ich glaube, 4 Stunden hat er sich genommen. Wir müssen jetzt mal, wir haben hier so eine schöne Liste, wir müssen jetzt erstmal gucken, ob alles da ist. Tatsächlich. Und wir haben jetzt schon gerätselt, weil ich habe nämlich nur die Liste von den Weidehütten bekommen und nicht von den Raufen. Das haben wir nicht bestellt. Raufen und Weidehütten, habe ich noch gar nicht gesagt. Ne? So, also wir glauben, die großen hier, dieses große Grüne, das sind wieder die Raufen, wie die, die wir schon haben. Und dann haben wir da eine kleine Raufe. Das hier weiß ich jetzt nicht. Ich schätze, das gehört zum Unterstand. Also ich würde mal sagen, das gehört zu den Unterständen. Sind das Ringbalken? Diese grauen da? Keine Ahnung, Dachlatten. 60 Stück Dachlatten. Ja, das sind hier die Dachlatten. Fläche in grau-weiß. Nicht hier, dann gehen wir mal. Kommt mal mit! Wir gucken uns noch die großen. Weil das ist ja nur die nicht mal die Hälfte von dem Zeug. Ach, hier! Mix, das passt farblich gar nicht zusammen. Die Unterstände sind jetzt weiß und die Raufen sind grün. Ha! Ja. Musst du wohl lackieren. Genau, ich stelle mich hin und lackiere dann noch Dächer. Nee. Sag mal, Eule. Katze findet super. Ein Haus, ein mehrstöckiges Haus für Katzen. Das habt ihr gut gemacht. Ja. 7 Rückwände bräuchten wir. Richter. Also Richter. Und noch mehr Richter. So und noch mehr Richter. Entschuldigung. Ich würde so lachen, wenn da jetzt einmal so Peachman dazwischen steht. Das wäre wild. Und hier sind noch mehr Uff. Wände. Also mit den Trennwänden müssten 17 sein. Ich habe jetzt 13. Plus diese Wände, die keine Wände sind, sondern nur Rahmen, sind genau. Nochmal 4. Ja, dann stimmt sind das. Sind 17. Genau. Weil das sind 13. Das hast du doch extra so gestellt, damit es wieder eine Primzahl wird. Ja. Mhm. Natürlich. Teures Vergnügen, aber gut. Ja. Man gönnt sich ja sonst nichts. Ja, sonst hätte es ein Unterstand weniger sein müssen. Hm. Das sind Schrauben und so, das müssten wir mal noch gucken. Ja, ich habe lockere Schrauben da drin. Sollen die mal festziehen gehen? Wir müssen uns diesen Schraubenhaufen angucken. Ich meine, das ist nur Schraubenzeug. Scheinmonig. Was ist das jetzt? Das sind 6 Kleinteile. Eins ist länger als die anderen 5. Eins ist anders als die anderen. Ja. I don't know. Ach, ich weiß, was das ist. Das kommt vorne, das ist diese Blenden, dieses Blendenzeug. Wenn das angebracht wird, bin ich nicht da. Na, da geht ja noch. Also ich habe schon größere bei dir gesehen, Dennis. Ja. Was ich jetzt tatsächlich nicht gesehen habe, wenn ich so drüber nachdenke, sind die Erdanker, die liegen mittendrin. Rumgeschleppt. Das hier ist das nicht. Genau, das sind keine Erdanker. Das ist nee. Nur Katze. Geht hier nicht. Gibt's nicht. Ja. Und dann haben wir hier noch... Wie soll ich denn das... Das sind die wahrscheinlich zum Einfundamentieren. Das wird auch ein Spaß. Ich weiß nicht, wie in 3 Unterstände 4 so eine Teile reinpassen. Wird sich aber sicherlich erklären. Wir haben hier Blechschrauben, du müsstest mal nachwiegen, ob das auch 3 Kilo Schrauben sind. Also das sind mehr als 3 Kilo Schrauben. Nein, ich meine die Blechschrauben. Achso, die rein, ja. Weil da steht nicht keine Stückzahl, sondern einfach die Grammangabe. Holz, was? Guck mal, sowas Kleines hier. So mal im Vergleich zu meinem Kopf. Ja. Ja, schöne Schrauben. Das ist. Schräubchen. So Traum eines Handwerkers oder so. Das ist jetzt aufgegangen. Ja. Mach einfach keine Ponyo-Video, mach einfach nur noch Cat-Content. Sieht doch. Ja. Hier sind noch weitere Schrauben in der Tüte. Okay. Achso, hier sind vielleicht die 3 Kilo. Guck mal, in diesem Ding, das völlig verrückt ist. Das kann ich auch nicht mehr anheben. Das habe ich irgendwie mit Mühe hier reingebrochen. Okay, na, das wird ja lustig. Schrauben? Stahlnägel.
3100 Gramm. Ja, sowas in der Art. Max filmt unbeeindruckt. Katze. Opa, guck sie dir doch an. Ja. Ja, du. Ja. Ich glaube, Eules Geschichte müssen wir auch noch erzählen. Aber nicht heute. Nein, nicht heute. Kleine Goldkatze. Glückskatze. Glückskatze. Halt wirklich eine Glückskatze. Ist hier dreifarbig. Ja, das war's heute mit unserem. Wie sagt man? Unboxing? Ich glaube, wir haben alles. Keine Ahnung. Ganz ehrlich. Und ja, schaltet gerne wieder ein, wenn wir das Ganze dann aufbauen spätestens. Aber es wird ja noch ein paar Türchen sind ja noch offen bis Weihnachten. Und ich hoffe, ihr seid noch mit dabei. Und wir wünschen euch ansonsten noch einen wunderschönen Tag. Oder Abend und bis zum nächsten Mal. Ciao! We found it hard.